Climate Now in Zusammenarbeit mit Copernicus. Hallo und willkommen zu Climate Now, unserem monatlichen Update zu den aktuellen Ereignissen auf unserem Planeten. Unsere Reportage kommt aus einem Windpark in Spanien und zeigt, wie die Branche der erneuerbaren Energien mit den zunehmenden Windschwankungen umgeht. Diese Windvariabilität gibt es auf der gesamten Zeitskala: Minuten, Sekunden, Tage, Jahre, Jahreszeiten. Doch zunächst die neuesten Daten des Copernicus Climate Change Service. Die zeigen, dass die Temperaturen weltweit 0,3 Grad Celsius über dem Durchschnitt von 1991 bis 2020 lagen. Der April war der sechstwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Allgemeinen lagen die Temperaturen in ganz Europa nahe dem Durchschnitt. Hervorstechende Werte im April waren die überdurchschnittlichen Temperaturen von Nordostafrika über den Mittleren Osten bis nach Pakistan und Indien. Im Nordwesten Indiens und in Pakistan wurde der wärmste April seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet, mit Tageshöchstwerten von bis zu 49 Grad. Auch in Ägypten und im Sudan kam es zu einer Hitzewelle. Die Karte der Niederschlagsanomalien in Europa zeigt, dass auf den trockenen Winter in Spanien überdurchschnittliche Niederschläge im Osten des Landes folgten. In Großbritannien und in Italien hingegen fielen im vergangenen Monat weniger Niederschläge als im Durchschnitt. In unserer Reportage geht es darum, wie die Windenergiebranche mit dem Problem der Schwankungen umgeht. Wir waren neugierig, nachdem Copernicus diese Daten für 2021 veröffentlicht hatte. Die zeigen, dass im vergangenen Jahr in diesen dunkelblau hervorgehobenen Gebieten Nordwesteuropas einige der niedrigsten durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten seit 1979 verzeichnet wurden, während im östlichen Mittelmeerraum die Winde 2021 weit über dem Durchschnitt lagen. Wie geht man mit dieser Variabilität zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten um? Das haben wir uns im spanischen Andalusien angesehen. Windenergieexperten verbringen Jahre damit, die Windverhältnisse an verschiedenen Standorten zu beobachten, bevor sie die besten auswählen, wie diesen Hang am Ende eines langen Tals. Sobald die Turbinen in Betrieb sind, passen sie sich im Minutentakt den Windverhältnissen an. Die Gondel der Windturbinen ist ständig nach den vorherrschenden Winden ausgerichtet. Die Flügel sind so positioniert, dass die Energieerzeugung maximiert wird. Wissenschaftler erwarten, dass in den 20 Jahren Betriebszeit der Turbinen die Windgeschwindigkeiten in Europa aufgrund des Klimawandels wechselhafter werden. Darüber ist sich diese wachsende Industrie im Klaren. Es stimmt, dass die Windvariabilität in den vergangenen Jahren zugenommen hat, was möglicherweise auf Phänomene wie den Klimawandel zurückzuführen ist. Wir als Entwickler können Windparks und Windturbinen in einem optimalen Zustand halten, damit sie verfügbar sind, wenn der Wind an den Standorten weht. Das Team in Toledo verwaltet 284 Windparks weltweit und sorgt anhand von Wetter- und Klimadaten dafür, dass die Turbinen mit den besten Windverhältnissen Strom produzieren. Dort, wo kein Wind weht, werden sie für die Wartung programmiert. In Zukunft werden auch andere erneuerbare Energiequellen einbezogen. Heutzutage ist die Photovoltaik eine alternative Energiequelle an Tagen, an denen kein Wind weht. Im Sommer gibt es in der Regel sonnige Tage. Das sind die Perioden, an denen Sonnenenergie einen wichtigen Teil des Energiebedarfs deckt. Es ist wichtig, dass andere Energiearten zur Verfügung stehen, wenn es keinen Wind gibt. Ein weiteres Instrument zur Bewältigung der Schwankungen ist die Effizienz. Diese neuen 5-Megawatt-Turbinen sind die größten und leistungsstärksten in Spanien. Sie können auch bei schwächerem Wind betrieben werden. Drei davon erzeugen die gleiche Leistung wie 14 ältere Windturbinen. Diese Turbinen nutzen den Wind besser aus. Sie sind höher gelegen, sodass die überstrichene Fläche größer ist. Wir sprechen hier von 16.000 Quadratmetern überstrichener Fläche. Das macht die Turbinen leistungsfähiger und wir erhalten mit weniger Turbinen die gleiche oder mehr Leistung als vorher. Interessiert Sie das Thema? Schauen Sie die von mir moderierte Debatte über Wissenschaft, Technik und Politik des Windenergieausbaus in Europa auf euronews.com/climatenow. Bis zum nächsten Mal. Climate Now in Zusammenarbeit mit Copernicus.